Hallo, liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen Assassin's Creed Origins weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin wollen. Ich dachte, wir wollten eigentlich zur Hauptquest, aber ich glaube, die haben wir schon ein bisschen lebend gemacht. Gucken wir mal. West. Das ist relativ nah dran. Beides von denen ist relativ nah dran, wa? Das ist eine Nebenquest. Wo ist das? Ich glaube, wir müssen halt weiter nach oben. C. Das heißt, wir porten dahin, Leute. Nächstes Gebiet, nächstes Gebiet. Let's go. Ich hoffe, wir kriegen mal wieder eine neue Montur, damit wir mal wieder ein bisschen Fashionist sein können, Alter. Ein bisschen sexy aussehen können hier. Wenn das. Okay, tun Sie sich? Hallo. Okay, anscheinend kommen wir jetzt wieder bald in eine riesen City rein, wa? Da hinten. Ja, die sieht sehr groß aus. Holy Macaroni. Da war einiges zu tun, denke ich mal. Sieht aber auch sehr schön aus, die Stadt da hinten. Cool. Pferdchen. Aber zwar auf dem Die Mäler. Wir Wachen müssen hier ja auch sind mal sehr schauen. aufmerksam. Wie? Ich darf hier gar nicht rein, oder was? Aber ich will schon dahin. Oh, okay, jetzt werde ich nicht mehr angegriffen. Gut, geklappt. Beruhigen Sie sich bitte, weiß ich ja noch. Schreiben Sie mich mal bitte nicht so an, ja. Sehr nicht scheiße, ey. Mann, verdammte Kacke, ja. Da schreit der einfach, ich glaube, ich spinne. Was haben wir hier Schönes? Was ist das? Orden der Kirene. Ich weiß noch nicht, warum dieser komische Sound am Start war. Der hat mir ein bisschen Angst gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ah, sind die am Ring? Naja, was auch das Komm schon! Also, hallo. Meine Oma kämpft besser als du. Hast du ein Problem? Das kann man sagen. Das kann man auch mein falsch verstehen, Bester, der eigentlich. thrakische Bär, ist entkommen. Er ist blutrünstig und verrückter als eine läufige Hyäne. Ich habe ein Kopfgeld ausgesetzt. Gutes Geld, falls du überlebst. Warum nennt man ihn den Bär? Nicht so schnell, Ägypter. Ich heure dich nur an, wenn du beweist, dass du den Bär im Kampf auch wirklich besiegen kannst. Locker, Mal flocker. sehen, wie du dich gegen ein paar meiner besten Kämpfer schlägst. Überlebe. Dann reden wir weiter. Ich glaube, die sollten hier überleben, die Junge, aber ist okay. Ein tödlicher Hurensohn. Wo denn? Er hat schon in allen Arenen der Republik gekämpft. Er brachte mir ein Vermögen. Dafür behandelte ich ihn wie einen König. Das beste okay. Essen, die besten Huren. Okay. Vielleicht war ihm die Freiheit wichtiger. Meine Freiheit habe ich mir mit Schweiß und Blut in der Arena verdient. Ich bin nicht feige geflohen. Hör mal, mir ist egal, ob diese elende Pestbeule lebt oder stirbt. Aber er hat mein Schwert gestohlen. Caesar gab es mir nach meinem letzten Kampf. Und ich will es zurück. Julius Caesar? Wollen wir dem helfen? Das ist voll das Arschloch. Hast du noch einen anderen Caesar? Also gut, Männer. Zeigt diesem Ägypter ein paar römische Umgangsformen. Ja, aber der muss doch schon kacken. Hier gibt's auch. Hey, Malakia! Mich schlägst du nicht! Und hep. Easy gold, mein Freund. Das war ein Schauspiel! Du bist ein Kämpfer! Habe ich mich bewährt? Ja, schon gut, wird nicht übermütig. Man munkelt, ein Gehöft östlich von Kyrene wurde überfallen. Fang dort an. Der elendige, thrakische Hundeficker wird nicht Junge, leise abtreten. Junge. Aber die Belohnung gilt für die Waffe. Hast du verstanden? Bist du eigentlich ich finde deinen Alter. Kämpfer. Oh, die Macaroni. Und die Trophäe. So selbstbewusst. Das gefällt mir. Vielleicht vergieße ich eine Träne, wenn er dich zerfleischt. Vielleicht zerfleisch ich dich ja auch, mein Freund. Was ein Pisser, Junge. Holy shit, Junge. So, gehen wir in den Quest zuerst machen, Leute. Danach haben wir hier wieder eine Arena. Das wird halt wieder ewig dauern, die Arena. Mal gucken.
Kannst auch ein bisschen schneller reiten, Pferdchen. Let's go. J. Diese Zone ist tabu. Ich verstehe es mit den Zonen aktuell nicht, warum da ein paar so tabu sind, wie gerade. Dass wir da nicht hingehen dürfen. Und das sind aber auch legit nur so 2-3 Meter. So wie jetzt auch. Das sind bestimmt, obwohl hier könnte es mehr sein. Weil hier hinten bestimmt so ein Ding ist. So eine kleine Festung. Oh. So, was haben wir hier Schönes? Hohes Gras offensichtlich nicht. Was ist passiert? Ich muss Polymesto. Hey, ruhig. Ruhig, beugen sich. Zap, zap. Au. Stichwunden. Von vielen Schwertern. Die Löwen töteten diese Menschen nicht. Hey, was ist denn das? Denn, ist das ein Hals da oben? Das sieht aber richtig weird aus. Uiuiui, Alter. So möchte ich aber nicht enden. So, waren wir noch ein bisschen. Ja, die Frage ist, ob wir da hinten das machen müssen oder ob wir direkt runterfliegen. Ja? Oder sich verstecken? Ja, wir gehen erstmal da hinten die Spuk angucken. Aufgespießt und gefoltert. Wofür? Information? Schwerter, Speere, Pfeile. Das war kein einzelner Mann. Das war ein Massaker. Das sehe ich auch so. Hier ist doch was drunter. Ey, wir haben es echt hier mit Sherlock zu tun. Oder? Naja gut, bisschen dumm bin ich schon. Ist das jetzt überhaupt kaputt? Ja, okay. Okay, können wir da durchdächen? Zack, zack. Alter, ich bin Profi. Polymesto hat die Leute nicht ermordet. Sie halfen ihm. Konnte er das Fischerdorf erreichen? So, wir lassen jetzt das hier alles abpacken. Das Lustige ist halt einfach nur, wir haben die ganze Zeit Quests, wo alle so irgendwie so schlimm sind und irgendwas abfacken und töten und sowas. Und wir sind nicht mal besser. Wir sind nicht mal ansatzweise besser. Wir fucken einfach hier die Bauernhöfchen hier ab. Weil wir krank sind. Oh, was ist das? Hallo. Oh. Das ist sinnlos, okay. Okay, dann können wir auch da hinten vielleicht hin gleich. Mal gucken. Oh, das sieht schön aus hier. Schau's das, Junge, runter! Bis gleich, Pferdchen, wir sehen uns. Guten Tag. Ich hatte also ein, zwei Fragen. Warum bist du überhaupt so groß? Ich suche einen Gladiator. Den thrakischen Bär. Noch ein Handlanger des Lannisters. Wie viel zahlt er dir dafür, dass du mich umbringst? Er will nur sein Schwert. Ja, bedeckt mit meinem Blut. Wie hast du mich gefunden? Die Bauern? Tut mir leid, Polymesto. Deine Freunde sind tot. Das war das Werk des Lannisters. Ich gab ihm mein Leben und nun nehme ich mir seins. Ich hab das Schwert ins Meer geworfen. Hol es dir. Es brachte mir nichts als Unglück. Wo? Ist das unter dem Stein? Nee. Das sah aber so aus gerade. Aber hier, das gefällt mir voll. Das sieht voll schön aus. Let's go. Eine Runde tauchen, Ladies. Da ist eine wunderschöne Schwerte. Ich rede mit Polymesto. Okay, bevor wir jetzt weitergehen. Gehen wir da hin. Jetzt wissen wir ja, dass wir. Oh nee, warte mal. Oh. Okay, wir müssen noch 2,50 Meter weiter.
Oh, der ist am Beefen. Oh, der wird gleich getötet. Lauf! Piss dich, weg mit Tür. Okay. Oder der macht sich einfach nur zum Affen. Kann auch sein. Ah! Hier ist der ägyptische Narr! Ich wusste, dass er mich zu dir führen würde. Beenden wir das! Ich verstehe jetzt den Bahnhof. Nicht mehr davon, Lannister. Warum rastet er so? Halt's Maul, du Dreckskerl! Das ist ein Seiner. Er motiviert sich ja wahrscheinlich. Wahre Freiheit! Verteidige dich, Bruder! Au! Okay, warte mal. Das ist zwar der Falsche, aber ist egal. Oh ja, den müssen wir töten. Aha. Da können wir das Schwert sogar sehr wahrscheinlich behalten, oder? Nein, dann. Oh, Junge, in die Phrase. Geil. Oh, das da hinten sieht schick aus. Ja, wie ein besonderes Bötchen aus. Bei dem Kampf hätte selbst Charon geweint. Danke. Bayek von Siva. Der Bastard hatte keine Ehre. Kenn ich mal meinen eigenen. Ich habe mir die Freiheit tausendfach verdient, doch ich brachte ihm zu viel Geld ein. In der Arena und den Betten reicher Römerinnen. Das Schiff da hinten ist eingefroren, Leute. Schwert. Es gehört dem, der für Freiheit und Ehre einsteht. Danke. Ich beflecke es mit dem richtigen Blut. Dem gerechten Blut. Was hast du vor? Fischen, meine Netze flicken und mir eine gute und füllige Frau für den Lebensabend suchen. Ich mache das Beste aus meinem neuen Leben. Ich habe da ein bisschen was anderes verstanden. Gut. Was ist das da hinten für ein Ding? Da wollen wir mal hingehen. Ich glaube, da ist dick Loot drauf da hinten. Was brauchen wir überhaupt? Ich glaube, wir brauchen noch ein Level für die nächste Fähigkeit. Beinahe runtergeplumpst. Hey, was machst du denn da? Du willst anlegen? Bitte schön, kannst randocken. Was ist das? Was ist das? Das ist einfach Guacamole. Das ist legit Guacamole, Leute. Machen wir da. Verdammte Kacke. Ich dachte, das ist voll das krasse Schiff. Das sieht so special aus, ey. Na Kacke. Langweilig. Dann gehe ich lieber eine Runde tauchen. Ja, ja. Taucherrüstung an. Zack. Bisschen Schnörchel. Schnörchelorino. Was ist das? Achso, ein Pferd. Okay. Nice. Next. Da gehen wir noch nicht hin. Ja, nee, da gehen wir noch nicht hin. Das können wir noch. Das war noch so. Zweite. Ich glaube, da muss ich nicht hin. Was ist denn da? Oh, ein Schatz. Gucken wir mal. Haben wir noch was Geiles? Ja, wir haben noch ein bisschen Loot hier. Nice, nice. Ich brauche so eine richtig geile Waffe jetzt langsam mal. Also Speer ist schon nice gewesen, ja. Ich finde die Waffe auch relativ cool, aber ich glaube Speer gefällt mir mehr als die Waffe. Deutsche sind an sich auch richtig geil. Oder Zwillingsschwerter heißen die hier, glaube ich. Ich sage einfach mal Deutsche aber dazu. Aber irgendwie... Ah, ich weiß nicht. Die machen mir irgendwie ein bisschen zu wenig Schaden. Ich meine, ja, die sind viel, viel schneller im Angriff als andere Waffen. Oh wait, wir müssen... Ja, lass erstmal dahin gehen, kurz. Und dann gehen wir hier rüber. Wieder auf Festland. Also, Deutsche sind halt richtig geil, weil ich die auch aus Odyssey kenne. Aber ich glaube, in Odyssey sind die halt ein bisschen geiler. Da habe ich, glaube ich, fast nur Deutsche gespielt. Mit Gift. Da kann ich also ganz schwach dran erinnern. Aber hier find ich die nicht so stark, leider. Auch wenn die lustig zum Spielen sind. Nein, du musst da nicht ganz hoch. Entschuldigung. Dankeschön.
sei denn... Nein, musst du nicht. Vielleicht haben wir hier unten ein bisschen Loot gerade, wenn wir mal hier fertig sind. Mit der Synchronization, was ist denn hier drauf? Er braucht den Holz, Bruder. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ein Schwein braucht Holz, ja. Bist du ein toter Frochen? Nee. Weiter geht's. Ich glaube, hier müssen wir aufpassen. Jawohl. Okay, Schatz haben wir, Dings haben wir. Ist hier ein Gegner? Wenn nicht, dann können wir einfach reinspringen. Und wie viele Pfeile haben wir denn noch? Genügend. Zu Genüge. Let's go. Warum wissen die das schon wieder? Das ist ja eine Frechheit. You can't see me, my friend. Das war ich jetzt aber nicht. Hey, könnt ihr mal aufhören, da unten alles kaputt zu machen? Was ist denn los mit euch? Hep. Kommt der hier hoch? Nee, ne? Er hat aber Hummel im Arsch. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Ich bin so sneaky, Bruder. Wie eine Gazelle. Warum sind hier so viele, Junge? Geht mal weg. Geht mal nach Hause, ihr kleinen Hosenscheißer, Junge. Ich muss hier ganz schnell raus. Gehen hier rüber. Und weg. Bitte rettet meinen Jungen. Er ja. ist kein Krimineller. Gib mir eine Sekunde. Hilft niemand meinem Sohn. Dein Kind ist so gut wie gerettet. Gute Dienste geleistet. Nur kurz hässliche Reittiere angucken. Da wird im Start. Was geht, junge Dame? Danke, dass du anhältst. Mein Mann war ein Beschützer wie du. Ich schreie mich schon seit Tagen heiser. Es interessiert niemanden. Wo liegt denn das Problem, Nebet? Mein Titus, mein armer Titus, wird in den Baracken gefangen gehalten wegen Fahnenflucht. Oh, wir müssen jetzt wieder rein, wo wir gerade herkamen. Nein, ein Held. Er hatte genug, hat der römischen Armee getrotzt und sich den Rebellen angeschlossen. Bitte, er ist mein einziges Kind und alles, was mir bleibt. Das sehe ich mir an. Keine Angst. Ja, Mama, wir machen mal einen kleinen Ausflug. Wo ist das? Ach was, waren wir etwa gerade da drinnen? Oder ist auf jeden Fall so ein Ding? Eine Alarmfeuerschale. Ein Rauchmelder, nee, Rauchmelder ist ja, erzeugt ja kein Feuer. Scheiße. Er erzeugt keinen Rauch. Wait, hast du was dabei? Nein. Ja, wait a minute, wir müssen den da auf jeden Fall töten. Damit wir. Wir müssen den bestimmt raus eskortieren. Hallo? Entschuldigung, beruhigen Sie sich. Was macht der? Der hat einen Lachanfall, Alter. Wegen Luft oder was? Hallo? Bist du Titus? Deine Mutter schickt mich. Ja, bei den Göttern. Ich danke dir, Beschützer. Aber Ägypten ist in Gefahr. Ja, beruhig dich jetzt, komm mal mit, Titus. Komm mal mit. Ich zeig dir, wo es lang geht. Kommst du hier lang? Hallo, Titus? Bist du? Komm. Titus war sich noch nicht so ganz sicher, ob der hier bleiben möchte. Komm, komm, komm. Schaffst das? Gehst du einmal hier nach oben? Sie werden mich töten, wenn sie mich finden. Keiner wird dich töten, weil du jetzt mit mir kommst. Kommst du hier lang und dann springst du hier einfach runter, so. Jolo Capolo. Titus? Titus? Ach nee, Titus.
Nee, er hat Angst. Er hat einfach Höhenangst. Scheiße. Es gibt hier keine Pause, ihr kleinen Pisser. Ah, jetzt bist du da, Titus, oder was? Und manchmal vom Anger. Hallo? Dankeschön. Komm mit, Titus, schnell. Titus! Titus, was willst du? Komm mit! Komm mit, bitte hör auf! Lass ihn in Ruhe! Lass ihn bitte in Ruhe! Bitte, Titus, komm! Ah, Titus ist lebensmüde! Ich werde nicht auf römischem Boden sterben! Nimm die Beine in die Hand! Wir müssen flüchten! Nein, haben wir geschafft. Titus war lebensmüde. Ich glaube, der wollte da gar nicht weg, aber na gut. Warum sperrt die Armee die eigenen Männer ein? Abo hat mich gelehrt zu kämpfen. Aber er glaubte an Ehre und Gerechtigkeit. Der Nauarch der römischen Flotte in Apollonia, Marcellus Asina, plant eine Invasion. Ah, sie wollen Ägypten einnehmen. Ja, darum desertierte ich. Ich werde nicht die Drecksarbeit für Leander und Flavius machen. Wo ist der Nauarch? Auf seinem Schiff. Er patrouilliert zwischen Kyrene und Apollonia. Ihn zu töten, wird die Flotte ins Chaos stürzen. Geh mit Isis, Titus. Ich kümmere mich um ihn. So, wir machen das. Wo ist der? Da waren wir doch eben. Das ist ja eine Frechheit. Können wir hier wieder porten? Gehen wir davon aus, oder? Ja, wir können hier porten, gar kein Problem. No problemo, wir brauchen ein Bötchen. Haben Sie hier ein Bötchen vergessen irgendwo? Ich glaube ja weniger, scheiße. Den Schatz nehmen wir jetzt mit. Wow. Einmal so ein Drive-By-Collector, Alter. So, Pferdchen, hast du jetzt mittlerweile mal schwimmen gelernt. Da kann ich dich ja mitnehmen. Ich bin halt in der Hoffnung, dass hier hinten einmal eine Bötchen ist. Wow. Natürlich nicht. Scheiße. Ah, das ist das Special Boat. Schiff. Kann ich einer mitnehmen? Hallo, Entschuldigung. Kannst du mich da hinten mitnehmen, Bruder? Ja, ihr beiden schon. Ich glaube, bis der hier ist, sind wir schon lange da, aber ist okay. Oh, der hat abgelassen. Du bist ein Schwein. Der kommt ins Zoll. Ey, ich hab gehört, wir sind beste Freunde. Ich lade dich auch rein auf den Drink. Auf zwei. Okay, auf drei Drinks. Kommst du mich jetzt holen? Der hat gar keinen Bock auf mich, Alter. Ich schwöre zu dem. Kannst mich mal. Hey, hol dich. Bin ich mit. Junge. Ich hätte dich hier vom Bord geschmissen, sag ich dir. Arschgesicht. So eine Frechheit hier auch. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Da ist hoch, Bruder. Dankeschön. Da ist bitte jetzt mal drauf, hier. Nice, wir gehen einfach rein, Jörg, glaube ich. Let's go, du bist ja auch so eine Pute. La 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 la
Bonk. Au, miau, 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 au. Oh, ich bin tot. Wir laufen. Komm her. Auto-Aim versucht irgendwie Luft abzuschießen. Aber auch immer. Tod bestätigen, oder was? Da ist viel zu klären zwischen dir und den Göttern. Fertig! Nice, wir reisen wieder in die City. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und beim nächsten Mal machen wir das schöne Fragezeichen hier hinten. Und wir upgraden vielleicht mal unsere Waffe bei dem Spiel. Mal gucken. Alles gleiche Bärchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Schnuggis. Tschüss.